Liebe Genossinnen, liebe Genossen, man merkt ja, dass Luc Jochimsen das Geschäft des Moderators oder der Moderatorin gelernt hat. Aber was sie nicht gelernt hatte, das war Bundespräsidentin, Kandidatin zu sein im letzten Jahr. Und sie hat beides mit großer Bravour geleistet und das möchte ich auch noch mal hier erwähnen und ihr recht herzlich danken, liebe Genossinnen und Genossen. Und was dort übrigens das Schöne war bei dieser Wahl, Luc, das war eines Teils natürlich dein hervorragender Auftritt. Aber es war zum Zweiten die Tatsache, dass trotz aller Unkenrufe der Presse, trotz aller Verunsicherungen auch in den eigenen Reihen, es nicht gelungen ist, die Linke auseinander zu definieren an dieser Frage. Und das war hervorragend, das war ein großer Erfolg im letzten Jahr, liebe Genossinnen und Genossen. Ich bin heute fast erschrocken, als ich lesen musste, dass Sigmar Gabriel sinkende Löhne in der Bundesrepublik Deutschland bemängelt. Ich möchte zitieren aus einer Meldung von heute. Es heißt dort bei DAPD, Zitat, trotz Vollzeitbeschäftigung bekämen viele Arbeitnehmer skandalös niedrige Löhne und auch die medizinische Versorgung werde für Kassenpatienten schlechter, sagte Gabriel am Montag im RBB-Inforadio. Schön, dass er das auch mal gemerkt hat. Die Frage ist nur, wer ist an dieser Tatsache und an dieser unglaublichen Ungerechtigkeit eigentlich schuld? Und dann sage ich, Schuld für die sinkenden Löhne in der Bundesrepublik Deutschland sind unter anderem die Hartz-Gesetze, die dazu beitragen, dass die Menschen so viel Angst vor Arbeitslosigkeit haben, dass sie permanent niedrigere Löhne akzeptieren aus Angst vor Arbeitslosigkeit, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich sage, Schuld ist die Leiharbeit, die dazu führt, dass die Arbeitgeber Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer einsetzen, um normale, vernünftig bezahlte Beschäftigung zu ersetzen. Und Schuld sind zunehmende befristete Beschäftigungsverhältnisse. 40% der Jugendlichen unter 25 Jahren haben nur noch eine befristete Beschäftigung. Das ist ein Skandal und dafür ist die SPD und Gabriel mitverantwortlich, liebe Genossinnen und Genossen. Und wenn wir den Fakt haben, festgestellt von der ILO, dass in der Zeit von 2000 bis 2009 in Norwegen die Gehaltsentwicklung so war, dass 25,1% höhere Löhne gezahlt wurden, dass in Finnland 22% höhere Löhne gezahlt wurden, dass selbst in Korea 18,3% höhere Löhne gezahlt wurden, in Dänemark 10,7%, in Niederlande 4,8%, selbst in Österreich 2,7% plus, währenddessen in Deutschland minus 4,5% die Lohnentwicklung ist, dann ist das ein Zustand, den wir als Linke so nicht hinnehmen. Und es ist eine Heuchelei, wenn nun Gabriel so tut, als würde er das groß anprangern, liebe Genossinnen und Genossen. Für all diese Gesetze ist die SPD mitverantwortlich, für die Hartz-Gesetze, für die Leiharbeitsgesetze, für befristete Beschäftigungsverhältnisse. Sämtliche Lohnsetzungsgesetze tragen die Handschrift der SPD. Und ich sage, was die SPD jetzt für Politik betreibt, das ist, dass sie vorher ein Haus angezündet hat und jetzt wiedergewählt werden will, weil sie die Feuerwehr ruft. Da werden wir einen Strich durch die Rechnung machen, liebe Genossinnen und Genossen, bei all den Wahlen, die vor uns stehen. Und jetzt sagt Herr Gabriel, aufgrund der Debatte, die wir in den letzten zwei, drei Tagen erlebt haben, jetzt sagt Herr Gabriel, Koalitionen nicht mit uns. Da meinen die uns. Da kann ich nur sagen, wenn die SPD nicht eine grundlegende andere Politik betreibt, in Frage gute Löhne, gute Beschäftigungsverhältnisse, reguliert die Arbeitsmärkte, dann kommt sie für uns als Koalitionspartner nicht in Frage, liebe Genossinnen und Genossen. Und niemand soll sich Illusionen machen.
Nur mit uns gibt es Mehrheiten zur Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns, flächendeckend. Nur mit uns gibt es Mehrheiten zur Regulierung der Leiharbeit. Nur mit uns gibt es die Rücknahme des Gesetzes der Rente ab 67. Um dort auch noch mal auf die SPD einzugehen, liebe Genossinnen und Genossen, haben die ja vorgeschlagen, wenn 50% der Menschen in der Altersgruppe der 60- bis 64-Jährigen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung haben, dann wäre die Rente mit 67 akzeptabel. Habt ihr das mal überlegt, was das heißt? Das heißt, wenn 50% noch keine haben und wenn für 50% der Menschen dieser Altersgruppe, 50% dieser Menschen in dieser Altersgruppe, offensichtlich die Rentenheraufsetzung des Rentenalters nichts anderes ist als eine Rentenkürzung, dann würde die SPD noch mitmachen. Die SPD ist noch nicht sozialdemokratisch, da müssen wir noch nachhelfen, liebe Genossinnen und Genossen. Weder für die Abschaffung der Kopfpauschale und Praxisgebühr noch mehr für armutsfeste Renten gibt es eine Mehrheit. Ohne die Linken ist eine Illusion, dass die Grünen und die SPD annehmen, sie würden das ohne uns hinkriegen. Und deshalb sage ich Ihnen und sage ich euch, wenn Gabriel für mehr soziale Gerechtigkeit eintritt in den Medien, aber gleichzeitig Koalitionen mit uns ausschließt, dann ist das nichts anderes als vorgezogener Wahlbetrug. Mit wem außer uns will er denn die Mehrheiten durchsetzen für den Mindestlohn? Mit der FDP? Da muss ich ja gucken, dass die noch da ist. Und um das mal deutlich zu machen, ich war ja fast überrascht, habe ich doch heute gefunden, eine Anzeige der FDP. FDP-Kreisverband Gera sucht Oberbürgermeister. Die suchen jetzt ihre Kandidaten schon in der Zeitung, so wenig Mitglieder haben die, liebe Genossinnen und Genossen. Und da kann ich nur sagen, liebe Freundinnen und Freunde, wenn die SPD tatsächlich wieder ein soziales Gesicht haben will, dann geht es weder mit der CDU noch mit der FDP, mit den Grünen auch nicht, sondern dann geht es nur mit uns. Insofern ist das, was er sagt, dass er mit uns nicht koalieren will, aus meiner Sicht vollkommen absurd. Oskar Lafontaine hat vollkommen recht, wenn er sagt, ich will das nochmal wiederholen, je stärker die Linke, desto sozialer das Land. Und das gilt auch in der Zukunft, liebe Genossinnen und Genossen. Ich möchte noch mal kurz auf einige unserer zentralen Forderungen eingehen. Eine zentrale Forderung der Linken ist und bleibt, eine gerechte Verteilung in diesem Land herzustellen. Dazu brauchen wir den Mindestlohn. Dazu brauchen wir gleicher Lohn bei gleicher Arbeit in der Leiharbeit. Dabei brauchen wir eine Regelung, dass befristete Beschäftigung nicht einfach eingeführt werden kann, wie vorher dargestellt, sondern dass man tatsächlich das bindet an sachliche Gründe und dass man Jugendlichen eine Chance gibt. Das zweite wichtige Thema für uns ist die Frage eines modernen Sozialstaats. Und da geht es natürlich um die Finanzierung. Da wollen wir eine Millionärsteuer, da wollen wir einen Spitzensteuersatz. Nochmal ein Schlenker zur SPD. Herr Oppermann will jetzt einen Spitzensteuersatz von 49%. Ich komme mich noch erinnern, dass die SPD den gerade auf 42 gesenkt hat, oder habe ich das vergessen? Die könnten doch einmal darüber nachdenken, dass sie ins Gericht mit sich selber gehen und sagen, das, was wir vorher gemacht haben in der Regierung mit den Grünen und auch in der Koalition mit der CDU, das ist nicht akzeptabel gewesen. Wir revidieren unsere Politik. Nein, ich sage euch, die revidieren nur auf Druck und der Druck muss von uns, den Linken, kommen. Das ist die Wahrheit, liebe Genossinnen und Genossen. Und es bleibt dabei, dass wir den Sozialstaat neu gestalten wollen. Und dazu gehört, dass unsere Grundforderung weg mit Hartz IV nach wie vor gilt, insbesondere bei dem entwürdigenden Geschachere um 5 € mehr, um 500 Milliarden mehr für den Banken. Nicht akzeptabel, liebe Genossinnen und Genossen. Nicht akzeptabel. Und selbstverständlich müssen wir uns für armutsfeste Renten und dafür einsetzen, dass die Rente bei 65 bleibt. Und vielleicht dort auch noch mal ein Hinweis. Wir haben erlebt, dass die Franzosen, wie wir heute schon gesagt haben, mit großer Leidenschaft dafür gekämpft haben, dass ihr Rentenalter nicht auch heraufgesetzt wird. Und ich bedauere, dass es nicht gelungen ist. Und deshalb möchte ich auch hier den DGB noch mal bitten, darüber nachzudenken, wie man das künftig gestalten will. Ich bedauere, dass es nicht gelungen ist, wenn zwei Länder, die nun aneinander liegen, die eine gemeinsame Grenze haben,
wo die Beschäftigten, die Menschen um denselben Gegenstand kämpfen, nämlich dafür, dass ihnen ihre Rente erhalten wird. Ich bedauere, dass es nicht gelungen ist und dass der DGB es nicht organisieren konnte, dass wir zumindest eine gemeinsame Veranstaltung mit den Franzosen hingekriegt haben. Da hätten wir doch beide davon profitieren können, liebe Genossinnen und Genossen. Und das dritte große Thema ist natürlich die Frage der Demokratie. Es ist angesprochen worden, auch von Gregor. Volksentscheide, natürlich politischer Streik, aber ich möchte auf einen Punkt noch mal dezidiert eingehen, das betrifft die Vergesellschaftung der Banken. Warum ist das mit ein zentraler Punkt, liebe Genossinnen und Genossen? Wir erleben, was die Banken angeht, dass inzwischen die Banken über die Haushalte der Länder bestimmen, über die Haushalte der Nation. Nicht mehr der Bundestag entscheidet, weil letztendlich vorher durch sogenannte Sachzwänge und systemrelevante Dinge entschieden wird, wie viel das ausgegeben werden muss und wie viel Geld bereitgestellt werden muss für die Banken. Ich sage euch, inzwischen haben sich die Banken die Demokratie unter den Nagel gerissen. Wir müssen die Banken wieder zu dem machen, was sie sein müssen, nämlich Dienstleister der Realwirtschaft. Das geht nicht, wenn wir ihnen das freie Spiel der Kräfte weit überlassen. Wir brauchen den Bankensektor unter gesellschaftlicher Kontrolle, liebe Genossinnen und Genossen. Wir müssen diese Enteignung, die wir dort haben, rückgängig machen. Und ich will mal ein Beispiel sagen. Die Banken leihen sich bei der Europäischen Zentralbank zu 1% Geld und verleihen das zurzeit zu 11% Zinsen. Und die Banken, die sich das für 1% leihen, verleihen es weiter zu 11% Zinsen, zum Beispiel nach Griechenland oder zu 8% nach Irland. Das sind saubere Renditen, liebe Genossinnen und Genossen. Aus meiner Sicht ist das Wucher. Und wenn wir damit nicht aufhören, liebe Genossinnen und Genossen, werden wir weiter als Bürger, und zwar der Länder in Europa, unsere wesentliche Funktion darin sehen, die Profite der Banken weiter zu stabilisieren. Das wollen wir als Linke stoppen, liebe Genossinnen und Genossen. Und ein weiterer Aspekt, den wir unter dem Punkt Demokratie abhandeln wollen. Das betrifft die Beteiligung der Mitarbeiter an ihren Betrieben. Ich will euch mal ein Beispiel sagen. Ihr alle kennt aus den Medien die Frau Schäffler. Die war auch schon mehrmals in den Medien mit dem roten Schal, auch bei Berthold Huber. Sie wählt aber deshalb nicht rot, nur weil sie den Schal hat, dass wir uns nicht missverstehen. Ich habe das mal nachgerechnet. Ihr Vermögen wurde 2007 in den Medien beziffert mit 5,4 Milliarden Euro. Eine Frau hat mit ihrem Sohn so gewaltig geschafft, dass sie es zu 5,4 Milliarden Euro gebracht hat. Respekt. Samstagarbeit, Sonntagarbeit, Überstunden. Die muss ganz schön hingelangt haben, bis sie das hatte. Ich habe mal einen fiktiven Lohn ausgerechnet von 50.000 Euro im Jahr, den die gehabt hat. Da habe ich mir überlegt, wie alt muss die eigentlich sein, wenn sie 50.000 Euro verdient hat, dass sie auf 5,4 Milliarden Euro kommt. Ich bin auf 108.000 Jahre gekommen, liebe Genossinnen und Genossen. Und an dem Beispiel ist mir immer Bertolt Brecht eingefallen. Fragen eines lesenden Arbeiters. Wer baute eigentlich das siebentorige Theben? In den Büchern stehen die Namen der Könige. Hatten die nicht wenigstens einen Koch dabei? Und ich sage, bei der Firma Schaeffler waren es 20, 30, 40.000 Beschäftigte, die die dabei hat. Und ich frage mich, warum eigentlich diese 20, 30, 40.000 Beschäftigte nicht mitreden dürfen, was mit dem Vermögen passiert, das sie selbst erwirtschaftet haben. Das ist auch Demokratie. Demokratie in der Wirtschaft, liebe Genossinnen und Genossen. Und das letzte große Überschrift bei unseren Themen ist natürlich die Frage des Friedens. Und es bleibt dabei, dass wir Kriegseinsätze ablehnen, dass für uns der Krieg eben kein Mittel der Politik ist. Und unser Vorschlag nach ausschließlich humanitären Einsätzen, weil wir der Auffassung sind, dass Geld in humanitären Einsätzen bei weitem mehr Menschen hilft als jeder Einsatz, der mit Krieg verbunden ist. Bei dieser Position muss es bleiben, liebe Genossinnen und Genossen. Da wollen wir auch nicht abrücken. Mit all diesen Punkten waren wir in der Vergangenheit sehr erfolgreich.
Und natürlich müssen wir den einen oder anderen weiterentwickeln aufgrund der aktuellen Debatten. Und wir haben natürlich unsere Forderungen. Und wir werden diese Forderungen ausbauen. Und wir müssen sie einbringen, auch in den Landtagswahlen, die jetzt anstehen. Keine dieser Landtagswahlen ist unwichtig. Wir wollen im Osten unseren Charakter als Volkspartei ausbauen. Und wir wollen in zwei weiteren Ländern im Westen in die Landtage einziehen. Und ich weiß nicht, ob ich es bedauern soll oder ob es mich freuen soll, dann bleibt Bayern noch übrig. Liebe Genossinnen und Genossen, wir sind erst 2013 dran. 2013. Wir haben ja dann wahrscheinlich auch 2013 so eine Veranstaltung wie hier. Aber auch 2014. Und ich sage euch, wenn wir 2014 dann auch Bayern geknackt haben, dann machen wir hier eine Fete, dass sich die Balken biegen, liebe Genossinnen und Genossen. Dass das klar ist. Und wenn wir jetzt in diese Wahlen gehen, dann wollen wir auch daran arbeiten, liebe Genossinnen und Genossen. Ja, Gregor, du musst auch mittrinken, da kommst du nicht aus. Was? Ja, das hättet ihr gern. Liebe Genossinnen und Genossen, aber das nächste Mal, dass wir uns hier treffen, ist 2012. Und ein Ziel möchte ich schon noch mal ausgeben. Nämlich das Ziel, dass wir neben den neuen Fraktionsvorsitzenden, die wir dann im Westen hier begrüßen können, auch zwei Ministerpräsidenten hier begrüßen können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist auch ein Punkt, den wir anstreben. Und daran müssen wir arbeiten. Und wir können an unseren Erfolgen anknüpfen, und zwar an Erfolgen in Ost und West. Ich möchte nochmal aufgreifen, das dritte Kita-Jahr, das wir jetzt in Berlin zur Regel haben. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass wir die Landesbank in Berlin mit unserer Hilfe vor den Spekulanten gerettet haben. In Berlin. Ich möchte darauf hinweisen, dass in Brandenburg das Schüler-BAföG eben nicht auf Hartz IV angerechnet wird. Und ich möchte darauf hinweisen, ich glaube, das haben vielleicht gar nicht alle mitgekriegt, dass es durch die Initiative in Berlin gelungen ist, ein Urteil vor dem Bundesarbeitsgericht zu erreichen. Das bedeutet, dass die Christengewerkschaften nicht tariffähig in der Leiharbeit sind. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass wir als Linke erreicht haben, dass zigtausende von Menschen deutliche Nachzahlungen ihrer Löhne bekommen müssen. Ein Riesenerfolg, liebe Genossinnen und Genossen. Und auch im Westen ist deutlich geworden, für was die Linke steht. Nicht nur durch den Nachtragshaushalt in NRW, der ohne uns ganz anders ausgesehen hätte, sondern auch zum Beispiel, dass es uns in der kurzen Zeit, wo wir tatsächlich eine Mehrheit von Rot-Rot-Grün in Hessen hatten, gelungen ist, die Studiengebühren abzuschaffen. So schnell ging das in Hessen. Also auch im Westen können wir anknüpfen an unsere Erfolge. Und das müssen wir bei diesen Wahlen für die Landtage auch tun. Liebe Genossinnen und Genossen, vor einem Jahr habe ich hier gesagt, es gibt zwei Voraussetzungen für den Erfolg der Linken. Das erste war, ich habe gesagt, wir brauchen eine Verankerung in Ost und Westen. Und das zweite, wir müssen uns den konkreten Problemen der Menschen ins Zentrum, die konkreten Probleme der Menschen ins Zentrum unserer Politik stellen. Das, was die brennt, das, was ihnen unter den Nägeln brennt, das, was sie wollen. Und da sage ich, ich weiß genau, warum uns die Kommunismusdebatte aufzwängen. Weil natürlich die Menschen draußen wissen, dass ihnen die Höhe der Rente, die Frage des Mindestlohns näher ist als ein Kommunismus. Das ist doch das Problem. Und weil sie natürlich auch spüren, ich sage es mal deutlich, und das wissen auch unsere politischen Gegner, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Hertha BSC deutscher Fußballmeister wird, um ein Vielfaches höher ist als ein Kommunismus in der Bundesrepublik Deutschland. Davor haben die keine Angst, sondern sie haben Angst vor einer Linken, die sich tatsächlich um die realen Probleme der Menschen kümmert. Daran liegt unser Erfolg, liebe Genossinnen und Genossen, und das müssen wir tun. Genossinnen und Genossen, unsere Gegner wünschen sich nichts sehnlicher, als dass wir uns zerlegen, als dass wir im Streit untergehen. Sie wollen Streit in der Linken, sie wollen, dass wir uns mit uns selber beschäftigen, sie wollen, dass wir uns gegenseitig beschimpfen.
Aber liebe Genossinnen und Genossen, weil die das wollen, müssen wir doch das nicht immer gleich machen. Wir haben in den letzten Jahren den politischen Gegner aus meiner Sicht wirklich zu viele Vorlagen geliefert. Wir haben die Presse aus den eigenen Reihen bedient, instrumentalisiert. Übrigens auch die uns sogenannte nahestehenden Medien haben dabei und mitunter lustvoll bis heute mitgemischt. Und ich sage, wenn wir jetzt Wahlen gewinnen wollen, muss damit ab sofort Schluss sein, liebe Genossinnen und Genossen. Ab sofort. Und viele bekommen ja Mikrofone unter die Nase gehalten. Und ab sofort muss gelten, im Zentrum von Interviews müssen unsere Themen stehen und nicht die eigenen Genossinnen und Genossen, liebe Genossinnen und Genossen. Wir sind im Wahlkampf und das bedeutet, der Gegner steht außerhalb der Partei und nicht in der eigenen Partei. Und wenn wir das beachten, werden wir unsere Erfolgsserie auch fortsetzen können und stärker werden. Nicht für uns selber, liebe Genossinnen und Genossen, sondern für die Menschen in unserem Land.